Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ifilia und wir spielen Mass Effect 2. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg. Okay, wir können jetzt schon wieder Waffen auswählen. Das heißt, es wird jetzt wieder ein harter Kampf auf uns warten. Und zwar hinter dieser Tür wahrscheinlich. Tja, dann mal auf! Eine Asari, wahrscheinlich die Anführerin der, wie heißen die noch? Eclipse-Soldaten. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von ihr weggeschmuggelt haben. Kreatur? Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Wow. Okay, warte mal. Das hört sich ja jetzt voll episch an, ne? Ich bin mal gespannt. Also, die hat jetzt so einen Giftcontainer. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich mag dieses Gift nicht. Ich gehe mal hier auf Brandmunition. Das ist sehr gut. Du gehst auch mal auf Brandmunition. Und du hast schon Brandmunition. Dann gehe ich natürlich auf diese Waffe. Weil die schwere Waffe, würde ich sagen, warten wir noch ab. Ich weiß ja noch gar nicht, wie schwer diese Dame umzubringen ist. Ich bin. Ach, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Okay. Das ist ja gar nichts hier. Und ich dachte, das wird jetzt voll episch oder so. Okay, da kommen halt noch mehr. Gut. Ich dachte, das wird voll episch. Okay, wir müssen auf jeden Fall an das Datenpad da kommen. Wir suchen Schiffsunterlagen. Die müssen doch hier irgendwo sein. Kommt sonst auch keiner, ne? Ich dachte, jetzt kommen wir wenigstens unter Beschuss hier das Ding legen und... Oh, Vaseas Datenpad. Hier ist eine Justikarin. Vermutlich sucht sie nach der Person, die wir mit der AML Demeter ausgeflogen haben. Ich war froh, als sie weg war. Sie ließ mein Blut in den Adern zerstarren. Hoffentlich bringt diese Justikarin nicht meine ganzen Pläne durcheinander. Memo das kopieren. Das muss das Schiff sein, das Samara sucht. Wollen Sie sich umsehen oder zurückgehen? Umsehen. Wir haben Zeit. Sehen wir uns noch etwas um. Weil, vielleicht sind hier noch Türen, die aufgehen. Und da ist Munition. Ich weiß nicht genau, ob wir die Munition immer mitnehmen oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist schon mal nix. Guck mal, da hinten ist noch was. Ein Eclipse-Terminal. Da können wir noch was Geld kriegen. Hoffentlich genug. Denn ich brauche Kohle. Da haben wir noch ganz schnell einen erwischt. Der und der ist das, naja. Okay. Wahrscheinlich nur 3000. Ja, weil die 6000 kriegen wir immer aus denen, die wir nicht hacken müssen. Okay. Oh. Huch. Ist irgendwo ein Bösewicht? Was passiert? Hä? Okay. Warum hat die ihre Waffe gezogen? Ich weiß es nicht. Giftkanister, Giftkanister. Was haben wir da? Nischt. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Aber brauche ich nicht, okay. Nö, ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Gut. Kann ich jetzt zurück? Nö. Wie komme ich denn jetzt zurück? Muss ich jetzt den Weg wieder zurückgehen? Kann ich mit dir reden? Nö, okay. Achso. Ah, okay, einfach nur zur Tür gehen. Ich verstehe. Ja. Zurück zum Hauptplatz des Raumhafens? Ja. Dann los. Haben wir 3000, Credits mehr. Es ist doch gut. So. Okay, jetzt sind wir wieder beim Raumhafen. Ach, hier sind wir wieder. Okay. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Asari, anzuschwärzen. Aber wir haben auch die Möglichkeit... Moment, ich muss gerade mal hier gucken, was hier so für Leute stehen. Da haben wir aber den Niftu-Kerl. Wer ist das denn? Ich weiß nicht, was sie mir verabreicht haben. Aber ich dachte, ich wäre... Nun, das haben sie ja gesehen. Wie auch immer. Danke, Shepard. Willst du dich uns anschließen und die Welt zerstören mit uns oder so? Okay, Pete Nefor, da haben wir dich. Guten Tag.
Danke, dass Sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis Sie Ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem, nur so aus Neugier, als Sie da rumgestöbert haben, sind Ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Ich behalte sie fürs Erste. Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich Ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für Sie lohnen würde. 100.000 Credits? Wenn Sie sie dem Detective geben, bekommen Sie nur einen warmen Händedruck. Ich würde gern wissen, wie viel ich kriege. Aber wahrscheinlich kriege ich dann so 500 Credits oder sowas. Ne. Ich wollte früher auch mal Justikarin werden. Vermutlich jede Asari. So, wo ist unsere... Da, stimmt. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Ich möchte gerne... Kann ich nicht... Ich möchte gerne dir... Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Ich wollte eigentlich den Typen da verpetzen, aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten, also werde ich meinen auch erfüllen. Ich finde die gruselig. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Sie jagen eine Ardat Yakshi? Eclipse hat eine Ardat Yakshi von hier weggebracht. In Wahrheit sind Sie hinter ihr her, stimmt's? Sie erstaunen mich immer wieder. Ja, ich habe die Spur der Ardat Yakshi verfolgt. Sie ist eine gefährliche Verbrecherin und ich werde sie ihrer gerechten Strafe zuführen. Natürlich erst, wenn ihre Mission erfüllt ist. Ich erwarte Gehorsam. Sie sind auf einen Kodex eingeschworen, der ihre Entscheidungen bestimmt. Aber ich führe hier eine militärische Operation. Sie fragen sich, ob ich mich wegen meines Kodex Befehlen widersetzen werde, richtig? Ja. Das könnte ich nicht zulassen. Indem ich zustimme, mich Ihnen anzuschließen, sehe ich mich veranlasst, den schwersten aller Justikarschwüre abzulegen. Den dritten Eid der Unterordnung. Danach wiegen Ihre Befehle schwerer als der Kodex. Dennoch sollten Sie wissen, dass ich nach wie vor eine eigene Meinung habe, falls die Lage es erfordert. Okay, wir sehen uns an Bord. Die Normandy liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Und wie funktioniert das? Oh Gott. Und jetzt die Füße küssen. Mein Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Mhm. Okay. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Es ist mir eine Ehre. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justikars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich möchte gerne noch ein Gespräch mit Anaya führen. Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. der Mörder ist gefunden. Ich habe ihren Job erledigt. Ach Mann, ja. Naja. Was ist denn so die Strafe auf Mord? Weil ich meine, wenn die das wirklich bereut und so, ich meine, die soll schon ihre Strafe kriegen. Das klang ja schon ein bisschen so wie so, weißt du, so eine Teenagerin, die sagt so, boah, guck mal, morgen kann ich mit meinen neuen Paar Schuhen angeben, ja. Morgen kann ich angeben, dass ich einen Typ umgebracht habe. Aber offensichtlich hat sie ja auch eingesehen, dass das nicht so der Hit ist, weißt du?
Ah gut, wir sind total gerecht und so, wir müssen die verpetzen, es tut mir leid. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Hä? Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die sie vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Okay. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einer Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Zu dumm, dass diese Elnora entkommen ist. Aber die erwische ich schon noch. Zumindest ist sie dank Ihnen auf der Flucht. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Ja, Pitney Four ist ein Schmuggler übrigens. Ich kann beweisen, dass Pitney Four roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Dankeschön. Dann können wir jetzt auf die Normandy zurückgehen. Tada! Stufenanstieg! Yay! Samara für das Team rekrutiert. Wir haben Schrotflinte gefunden, die Skimitar, ja, naja. Wir können unseren biotischen Schaden erhöhen. Wir haben Credits. Wir sind reich. Okay, wir haben Platin gefunden. Naja, nicht so viel, aber wir haben ja auch noch genug. Und damit schließen wir den Bericht, gehen auf die Normandie zurück und reden mal mit der neuen, mit unserer neuen Crewmitgliederin. Mal gucken, wo die sitzt. Die hat vielleicht auch noch ein Upgrade für die Normandie. Weil wir müssen ja immer noch auch Upgrades machen, ne? Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Die hat so eine krasse Augenfarbe. Samara ist mächtig, ja, stimmt ja. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Okay. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Okay, tu das. Ja, abtreten. So, okay, dritte Etage. Da gehen wir dann jetzt mal hin. Huch, was war das? Warte, können wir auch direkt hier was upgraden? Ja, das erforschen wir doch direkt mal. Haben wir sonst noch irgendwas? Biotische Abklingzeit. Auch erforschen. Ich lese schon gar nicht mehr, was das ist. Das ist ja alles, was gut ist. Was haben wir hier? Schade, Waffen können wir nichts machen und hier können wir jetzt auch nichts machen. So. Gut. Kürzere biotische Abklingzeiten. Das ist doch schön. Gut. Wir gehen mal kurz hier oben hin. Weil wir haben ja jetzt wieder Fische und die kriegen jetzt erstmal Happa Happa. So. Hallo, mein liebster Hamster. Wie geht's dir so? Gut? Okay, oh. Toilette? Nein, ich muss nicht auf Toilette. Danke. So, dritte Etage. Mannschaftsquartiere. Was war das? Aussichtsdeck oder so? Ach, guck mal hier. Beobachtungsdeck. Das war ja vorher rot, ne? Sehe ich das richtig? Ich hoffe, wir stören nicht. Da haben wir Edi. Okay, warte. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist eines der Beobachtungsdecks des Schiffs. Die Crew hat hier außerhalb ihres Dienstes einen schönen Blick nach draußen. Der Raum ist eine strukturelle Schwäche. Jedes durchsichtige Material ist schwächer als unsere Panzerung. Der Unbekannte hat prophezeit, dass sie dagegen sein würden. Im Kampf werden die Beobachtungsräume versiegelt und der Druck wird gesenkt. Ablative Panzerplatten werden herabgelassen und schirmen die Fenster ab. Oh, krass. Okay, man hat an alles gedacht hier. Guten Tag. Reden wir. Gruselig.
Shepard, wie geht es Ihnen? Ich habe die vergangenen 400 Jahre allein verbracht. Es tut gut, mal wieder mit einer Kollegin zu sprechen. Kollegin? Auch wenn ich diesbezüglich etwas eingerostet bin. Wenn Sie die Geduld aufbringen, würde ich mich gern unterhalten. Aber klar. Was sagen Sie zu der Mission? Wie viel wissen Sie über unsere Mission? Ich weiß, dass ich geschworen habe, Ihnen zu folgen und dass Sie die Kollektoren vernichten wollen. Das reicht mir. Sind Sie nicht neugierig? Wollen Sie nicht wissen, warum die Kollektoren bekämpft werden müssen? Wenn man nach einem Kodex lebt, der einen zu hartem Durchgreifen zwingt, lernt man, wie gefährlich Neugier sein kann. Wenn ich einen Mann töten muss, weil er ein Verbrechen begangen hat, will ich dann wirklich wissen, dass er ein fürsorglicher Vater ist? Ja, vielleicht hilft das, keine Ahnung. Erzählen Sie mir was über Ihre Ermittlungen. Ich würde gerne mehr über den Verbrecher erfahren, den Sie auf Nos Astra verfolgt haben. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich über dieses Thema nicht sprechen möchte. Es hat viel mit meinem Kodex und meinem Glauben zu tun. Okay. Man könnte sagen, es ist etwas Persönliches. Es könnte die Mission stören. Ich muss Bescheid wissen, falls es die Mission tangieren kann. Wird es nicht. Okay. Was halten Sie von Cerberus? Was halten Sie von Cerberus? Ich habe Gerüchte gehört, bilde mir aber schon lange lieber mein eigenes Bild. In der Meinung anderer ist zu viel Platz für Interpretation. Sie sind jetzt bei Cerberus. Warum waren Sie dann bereit, für Cerberus zu arbeiten, wenn Sie keine Informationen aus erster Hand hatten? Ich arbeite für Sie, Shepard. Unsere Methoden mögen verschieden sein, aber unsere Ziele sind es nicht. Das höre ich gerne, denn ich glaube immer noch nicht so ganz an Cerberus und seine Sache. Aber gut, auf Wiedersehen. Ich sollte zurück an die Arbeit. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Okay, die Dame hat offensichtlich noch keinen Quest für uns. Vielleicht müssen wir die mit auf Tour nehmen, damit die ja ein bisschen Vertrauen fasst oder sowas. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal this way und reden nochmal mit Kelly. Möchtest du jetzt keine mit mir essen? Bei unserem letzten Gespräch waren Sie sehr offen. Das hat mir gefallen. Ja. Ich hoffe nur, ich habe nicht den Eindruck erweckt, flirten zu wollen. Ich möchte meine Grenzen keinesfalls überschreiten. Ach, mir hat's gefallen. Können wir jetzt essen gehen? Sie sind sehr charmant, Kelly. Danke. Sie auch. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Lassen Sie uns plaudern. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ach Mann, ich will nicht nochmal das Gleiche mit dir bereden. Okay, alles ich gut. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Wir müssen öfter mit ihr reden, offensichtlich. Gut. Was machen wir denn nun? Wisst ihr was? Wir bleiben hier und rekrutieren einfach auch noch den Thane oder wie er hieß. Finde ich eine gute Sache. Wir sind doch schon gelandet, oder nicht? Okay, wir sind in die Umlaufbahn geflogen, um jetzt wieder zu landen. Gut. Ich habe nie gesagt, wir sollen starten, Joker. Okay. Den Attentäter werden wir jetzt rekrutieren. Und wir haben ja... Da war doch noch irgendwas. Komm, wir nehmen die direkt mal mit. Und vielleicht den hier. So. Annehmen. So. Die Dame hier hat jetzt hier alles Mögliche. Okay, wie war das? Ich möchte gerne entweder das und das noch ein bisschen hier, also das und das, die beiden, oder zumindest die auf jeden Fall noch ein bisschen höher machen. Also da warten wir einfach mal ab. Der Said kriegt auch nichts. Oh, die hat ja natürlich ganz viel. Komm, dann machen wir jetzt mal hier voll. Die haben wir noch gar nicht gelevelt. Okay, wir haben just die Karin Sapiens. Samaras biotische Fähigkeiten sind nun fast so stark wie die einer Asari-Matriarchin. Die Aufladezeit ihrer Kräfte wird weiter reduziert. Und hier, Samara perfektioniert ihre Kampffähigkeiten, wodurch ihr Waffenschaden erhöht wird. Okay. Aufladezeit von Kräften. Na komm, wir machen hier Waffenschaden. Bam! In your face! So, was haben wir denn hier? Aufspalten. Schädigt das Nerven- oder synthetische System eines Ziels, an?
schädigt das Nerven- und synthetische Ziel eines System eines Ziel an. Okay, und so blockiert somit die Heilung. Das ist nicht schlecht, aber warum schädigt das an? Naja, egal. Wir gehen mal hier auf... Ja, machen wir mal hier so. Ziehen. Ja, komm, mach da auch mal. So. Gut. Keine Ahnung. Beenden. Entschuldigen Sie. Meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Ja. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Ja, habe ich. Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Was wird Thax tun? Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thax hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen. Autsch. Okay, Suche nach Spediteuren. Soll ich Ihnen helfen irgendwie dabei? Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thax hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thax wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Ich helfe gerne. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Okay. Ich finde kaum Informationen über Thane Kreas. Er ist aus verständlichen Gründen schwer zu finden. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Ja, zu der müssen wir ja eh hin. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war, was wir da gemacht haben. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir haben jetzt wir haben jetzt gute Punkte und böse Punkte gekriegt. Ich habe keine Ahnung. Okay, Besuch. So. Wo müssen wir nochmal hin? In this way. Huch, Mann. So. Hier, was war hier nochmal? Achso, warte mal. Wo? Da stand doch gerade irgendwas mit Samara. Handelskiosk mit Samara reden? Was? Warte. Da, ich will mit Samara reden. Wo kann ich das? Hier. Von den Leuten hier wird verlangt, dass sie ihre Überzeugungen und ihren Glauben aufgeben. Im Austausch gegen eine seelenlose Kollektividentität. Okay. Ich kann verstehen, dass manche so ein Leben interessant finden. Aber für mich wäre es nichts. Ja, für mich auch nicht. So. Ach, hier waren so langweilige Sachen. Okay. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich bin ja nicht so der Biotiker, ne? War ja auch nie so der Magier. Oder ich bin ja nie so der Magier. Hi. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Was machen Sie hier? Sind Sie Liaras Assistentin? Haben wir das nicht schon? Ja. Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Okay. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Auf Wiedersehen. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. So, dann gehen wir mal zu Hasibärchen. Na, du? Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Ja, das ist ein DLC, ne? ist er hinter Ihnen her? Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Unsere Wege haben sich kurz nach Ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Okay. Kommen Sie mit, ich helfe. Aber ich hoffe, das startet nicht sofort. Was ist geschehen, genau? Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Okay. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Okay, viel Glück mit Ihrem Plan. Ich will gerne helfen, aber nicht jetzt. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann.
Danke, Shepard. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nieder mit dem Shadow Broker. Niki, wie geht es Ihnen? Wie läuft's bei Ihnen so? Die Daten, die Sie mir gegeben haben, waren sehr hilfreich. Jetzt habe ich ein Ziel. Der Shadow Broker hat mehrere Kontakte hier auf Ilium. Der mächtigste von ihnen trägt den Namen Beobachter. Wenn ich den Beobachter aus dem Spiel nehme, bringt mich das dem Shadow Broker näher. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Was brauchen Sie? Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ihre Daten haben mich zu Logs von Agenten des Shadow Brokers geführt. Sie wurden zwar gelöscht, aber vielleicht kann man Teile davon rekonstruieren. Okay. Der Shadow Broker ist vorsichtig. Seine Agenten sind nur unter Funktion und Spezies bekannt. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass der Beobachter nur einer von 5 Agenten sein kann. Ein Turianer, ein Salarianer, ein Kroganer, ein Batarianer und ein Watcher. Wenn Sie die Liste noch einengen könnten, wüsste ich, wo ich zuschlagen muss. Ich werde das nicht tun, ich bin dabei. Schüchtern wir Sie ein. Wissen Sie sonst noch etwas? Haben Sie genauere Informationen über diese Agenten? Leider nicht. Nixaris hat schon Glück gehabt, überhaupt was rauszukriegen. Ich habe gern geholfen, Ma'am. Die Daten sind unsere einzige Hoffnung, herauszufinden, wer der Beobachter ist. Und wenn wir zu lange warten, tauchen sie alle unter. Ich bin dabei. Ich rekonstruiere die Daten und teile Ihnen die Ergebnisse mit. Danke, Shepard. Wenn Sie was finden, funken Sie mich auf unserer alten Frequenz an. Ich kann nicht riskieren, dabei persönlich in Erscheinung zu treten. Okay, ich möchte aber gerne über Thane reden. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. What? Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Das wussten Sie einfach? Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Okay. Darüber haben wir geredet, oder? Ich suche Thane Krios. Okay. Er soll hier auf Ilium sein. Mist. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Das sind genug Fragen. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Auf Wiedersehen. Okay, ich glaube, das hatten wir ja schon, wir weil wir später, Liara. Dieses Sarivera Datenfragment, schon wieder Datenfragmente finden. Achso, Liara später helfen. Okay, machen wir. Jetzt können wir wieder hier hacken. Okay, machen wir mal kurz. Ist das dann genau das gleiche wieder? Sys-1 und Sys-1. Und dann ist jetzt wieder so ein Piep, Piep, Piep. Nein, Datenpunkt 5. Watcher-Händler will keinen weiteren Kontakt mit dem Salarianer. Alter Schwede, okay. Der Salarianer macht mehr Ärger, als er wert ist. Der Beobachter empfiehlt, ihn zu eliminieren. Aber sie hat vielleicht nur eine persönliche Abneigung. Der Beobachter ist also eine Sie. Shepard, haben Sie Informationen über den Beobachter herausgefunden? Noch nicht. Ich versuche noch mehr Daten zu beschaffen. Ich melde mich wieder. Danke. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie was finden. Kann ich das nochmal irgendwo nachlesen? Ah ja. Der Watcher-Händler will keinen weiteren Kontakt mit dem Salarianer. Der Salarianer macht mehr Ärger, als er wert ist. Der Beobachter empfiehlt ihn zu eliminieren. Aber sie hat vielleicht nur eine persönliche Abneigung. Für mich ist das nur sie. Aber wisst ihr was? Die Folge ist jetzt zu Ende. Ich würde sagen, ich notiere mir das einfach mal. Vielleicht ist das so ein Rätsel oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und wir rätseln da mal demnächst weiter. Ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir das jetzt erstmal direkt oder halt erstmal den Thane rekrutieren. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, ja? Ciao!